Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Project Zomboid. Eigentlich klinge ich gar nicht, wie ich gerade klinge. Ich habe komische Mischung aus Akzenten, die klingen völlig bescheuert. Und unsere liebe Freundin Betty Cock, das Spiel hat sie so gesehen so genannt, nicht ich. Falls jemand auf falsche Gedanken kommt, bollert hier wieder jemand? Ich höre schon wieder was bollern. Wer bollert denn hier? Muss ich hier gerade mal wieder gucken, ob hier einer bollert. Vorhänge öffnen. Hallo. Okay, hier ist keiner. Vielleicht hier. Hallo. Ist da jemand? Nö. Hatten wir hier hinten Fenster? Nö, was ich gut finde. Hier war auch kein Fenster. Was bollert denn hier? Hallo? Würdet ihr bitte aufhören, hier rumzubollern? Nö. Oh, Männer. Ich sollte übrigens aufpassen, dass ich hier keine Zombies drinnen töte, denn die Leichen werden hier für Ewigkeiten liegen und ich habe keine Ahnung, wie man die wegkriegt. Warum bist du schon wieder schläfrig? Ich kapiere es nicht. Du bist doch vor 4 Stunden erst aufgewacht. Bist doch bescheuert bei. Was wollte ich sagen? Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich nehme jetzt mal gerade hier so ein paar Vitaminpillchen, denn davon bist du anscheinend wach. So, Tablette einnehmen. Geht's mir jetzt besser? War das nicht? Warte mal. Müdigkeit plus 2. Ja, plus bringt's nicht so ganz. Würdest du jetzt vielleicht so eine Tablette nehmen? Nimm mal eine Tablette. Ah, okay, jetzt hat's aufgehört. Ach, das sind mehrere Tabletten einfach. Ja, gut, das ist... Dann legst du einfach mal hier eine wieder rein, ne? Da hat schon wieder angefangen. Ah, das ist doch scheiße, was soll denn das? Jetzt willst du direkt wieder was essen. Ja, nee, fress alles weg, bevor du überhaupt die Möglichkeit hast, wieder an neues Essen zu kommen. Hat dir das gereicht? Nee, du willst noch mehr futtern. Natürlich, kein Problem. Erstmal noch eine rohe Zwiebel. Lecker. Wer steht nicht auf rohe Zwiebeln? Do you smell what the Rock is cooking? Wer hat da geschossen? Ich wollte gerade irgendwas über The Rock wieder sagen. Mein Gott, hör doch mal auf, so schläfrig zu werden. Ein Schläfchen wäre angebracht. Ach, die rennen jetzt alle dahin, wo der Schuss herkam. Das ist schlau, dass ich da jetzt gerade hinrenne. Bam! Komm her, bam! Bam! Voll ins Gesicht und jetzt voll in die Säcke. Verkloppt die Säcke endlich. Die rennen jetzt tatsächlich alle hin. Das ist sehr schlecht für mich, jetzt zu checken, was da auf der Seite ist. Würde ich mal so behaupten, ne? Hau ihm in die Eier! Geht doch. So, wir werden mal hier oben rumrennen. Die haben uns nicht gesehen, die haben uns nicht gesehen. Sehr gut. Wir rennen in Richtung Schuss. Das ist vielleicht nicht die allerbeste Idee, die ich jemals hatte in meiner Let's Play-Karriere, aber ich habe so ziemlich viele blöde Entscheidungen, was Spiele angeht, getroffen. Bäm! Damit meine ich die Spiele selber, sondern die Aktionen, Entscheidungen und was weiß ich in den Spielen. Und oh mein Gott, dieses Haus sieht noch viel geiler aus als das Haus, wo wir gerade drin waren. Aber ich werde das andere Haus nicht im Stich lassen, denn es hat uns so viel beschert. 2. Ja? 2 Sägen. Was so ziemlich das Seltenste im Spiel ist, mal abgesehen von menschlichen Überlebenden und nicht Zombie-Überlebenden. Ist da einer drin? Sieht nicht so aus. Muss da irgendein Fenster offen sein. Ist da hier nicht abgedichtet wie keine Ahnung was. Wie Han Solo in seinem Carbonit-Gedönse. Komm ich noch auf so eine Scheiße? Würdest du das jetzt mal aufmachen? Ich will das Haus hier nicht einschlagen müssen. Aber irgendwie muss ich ja... Och, guck mal hier. Hallo, ist da einer drin? Hier ist einer drin, oder? Oder ist hier einer rausgekommen? Jetzt kommt hier einer rausgekommen. Hi. Ich check erstmal gerade den Raum. Ist da irgendwas drin? Okay, Zahnpasta. Super geil. Absolut. Gerade mal die Tür aufmachen, damit wir hier jedes Mal wieder reinkommen. Ist hier... Gut, in dem Tisch sind keine Schubladen. Hier ist auch keiner. Ich hoffe mal, jetzt sind hier irgendwo ein Zombie verkrochen. Hallo? Okay, hier ist keiner. Was haben wir da oben in dem Schrank? Irgendwas, Reinigungsmittel und eine Zahnbürste. Ja, eine Zahnbürste, warum nicht? Zahnbürste haben wir in unserer anderen Bude nicht. Oh, warte, hier habe ich Laken gesehen. Immer her damit, her mit den Laken. So, dankeschön. Und warte mal, wo können wir das denn noch zu zerreißen? Zu einem Lakenseil. Was können wir aus dem Lakenseil denn machen? Achso, ich glaube, aus der zweiten Etage können wir uns dann... so ein Hangelgedönse runterwerfen, ne? Aber ich glaube, ich mache da gerade einfach mal Bandagen raus. Warum nicht? Was ist mit dem Kopfkissen? So viele... Also ich mag zwar gerne viele Kopfkissen, aber ich muss sagen, nee, in dem Spiel ist das, glaube ich, relativ Wumme, oder? Warum habe ich denn hier drinne extra so eine kleine Stromschaltung? Ach, vielleicht ist das der Sicherungskasten.
Ich weiß nicht. Würdest du bitte den Schalter drücken? Ach, du hast den Schalter gedrückt. Das Spiel will man nur wieder nicht, dass man den Schalter denn überhaupt drückt. So, dann nehmen wir das doch mal mit. Denn was zu essen ist nie schlecht. Eine Gabel. Ich weiß nicht. Komm, die nimmst du einfach mal mit. Im Moment hast du nämlich nicht so ganz viele Waffen. Da wäre es vielleicht von Vorteil, wenn du sowas einfach mal mitnimmst. Was ich für zwei Zombies reicht es ja. Ist immer noch besser als gar nichts, ne? Und so langsam sollte ich vielleicht anfangen, die ganzen Sachen hier mal in mein Inventar rein, also nicht in mein Inventar zu ziehen, sondern tatsächlich in meinen Rucksack. Denn in meinem Rucksack bringen die irgendwie mehr. Vor allen Dingen die Olle, die Betty Cock ist mal wieder überlastet. Ich habe keine Ahnung, wie die das macht. Oder eigentlich eher das Erstaunliche ist, dass sie schon wieder schläfrig ist. Weißt du, wir sind eben erst aufgestanden. Ja gut, jetzt ist es nicht mehr eben und es wird auch gleich dunkel. Das heißt, ich sollte jetzt gleich tatsächlich mal zurückrennen. Schon wieder. Das geht aber auch schnell. Oder das liegt daran, dass das Spiel einfach so eine Laune macht. Könnte beides sein, ne? So, jetzt nimmst du hier noch schön alles mit, was hier an Essen drin ist. Denn das ist keine schlechte Idee. So, warte, nicht wegklicken. Wir müssen jetzt hier schnell handeln, bevor es sich wieder verändert. So, Tomaten-Seeds, sehr gut. Warum auch immer. Der Ofen ist hier anscheinend der kleine Toaster, ist auch gut. Ein Brater, trockene Rahmnudeln, ja... Ist egal, nimm einfach mit, stopf rein. Oh, Pistolenmunition, immer her damit. Dosenöffner, so ein Päckchen, eine Gabel. Ich muss schon wieder reinziehen. Ganz schnell bitte. Keine Ahnung, zieh den hier noch mit rein. Was war das? Das wiegt wenig, was komisch ist. Das wiegt eine ganze Menge. Immer rein damit. So, Dosenöffner, was haben wir noch? Eine weitere Bratpfanne. Nein, warte. Okay, dann stoppst du einfach direkt mit rein. Ja, ist auch kein Problem. Du könntest die Sachen nämlich auch direkt in deine Tasche tun. Das wäre so eine kleine Mini-Abkürzung. Ich weiß ja nicht, ob du die haben willst. Ich meine, es ist eine Abkürzung. Eine Abkürzung ist ja immer mit Arbeit verbunden. Eigentlich nicht, denn es ist eine Abkürzung. Und so langsam wird es so dunkel, dass ich gleich gar nicht mehr zurückrennen brauche. So, warte mal, Schüsseln. Ich glaube, hier habe ich eigentlich relativ alles mitgenommen, oder? Nee, da hatten wir nichts mehr. Langsam werden hier Schlafprobleme auftreten bei mir. So, warte mal. Dann packen wir jetzt noch so ein bisschen was mit in die Tasche mit rein, damit wir tatsächlich schnell genug sind, um rechtzeitig zu Hause zu landen. Den Kohlkopf reicht immer noch nicht. Remouladendose. Ah, okay, die war's. Die hat da gerade viel Ärger gesorgt. Jetzt kommen die 10mm Pistole und Schüsse, können wir da auch noch mit reinpacken. Dann geht's auch noch mal ein bisschen runter. So, Betty Cock, du läufst jetzt besser um dein Leben. Wie wär's, wenn Betty Cock auch mal die Tür verwendet? War da oben nicht auch noch eine Tür? Ah ja, guck mal, hier war auch noch eine Tür. Können wir einfach mal öffnen und die benutzen, weil wir ja höflich sind. Und so. Ich renne einfach mal straight zurück zu unserem Haus, ohne diese Zombies hier zu alarmieren. Wäre eine ganz gute Idee. Wir haben am letzten Mal... Oh, ich will nicht durch den Wald gehen. Das ist der Pedobär bald. Da kam am letzten Mal schon welche raus. Das war nicht so schön. Kleiner Sicherungsgang ums Haus rennen. Alter! Was macht ihr denn hier? Ihr seid doch Ollo-Trollo-Bongos. Weg mit euch. Guck mal, ich verprügel die am Boden, während ich dich gerade hier verprügel. Das ist irgendwie eine arme Nummer für euch. Jetzt ist sie wieder aufgestanden. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Scheiße, ich wurde gebissen. Ihr seid doch bescheuert. Ich habe meine Sachen hier weggetan. Bin ich schon wieder gebissen worden? Ja, ich gehe mal gerade ins Haus rein, verbandagiere mich schnell. Ach du Scheiße! Das darf nicht schon wieder so enden. So, nimm dir schnell eine Band. Eine reicht, kein Problem. Ja, stopf alle rein. Ist scheißegal. So, Verband anlegen. Oh, was? Die haben mir in die Eier gebissen. Oh, ihr Schweine, ihr seid doch bescheuert. Geht weg. Geh weg. Was soll das? Wer beißt den anderen Leuten in die Eier? Das war's bestimmt du, du Sau. Was soll das, hä? Von anderen Leuten in die Eier beißen. Bescheuert, was ist das denn? Gut, steht hier nicht. Ist auch gut. Ja, dich verprügel ich gerade mal, bevor du hier irgendwie Schaden machen kannst. Ich gehe mal gerade in mein Häuschen, denn mir geht's gerade nicht so ganz super gut. Wie wär's, wenn ich einfach mal direkt schlafen gehe, oder? Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. So, liebe Bonnie... Du gehst, ja, ich will direkt schlafen. Nicht, dass ich jetzt hier zombifiziert werde oder was weiß ich. Denn das wäre super scheiße. Okay, wir kriegen Leben dazu. Kleiner Schaden. Knochenbruch ist weg. Ich hoffe nicht, dass wir uns jetzt hier gerade infiziert haben. Das wäre super scheiße. Wer sie jetzt fragt, warum das super scheiße wäre. Tja, weil ich dann zufällig zu einem anderen Leuten in die Eier beißender Zombie werde. Und das ist nicht gerade das, was ich werden wollte. Ich weiß nicht, wie es mit euch steht. Ich glaube aber auch mal nicht, ne? So, was habe ich denn hier? Ja, Hunger und Durst. Zieh's dir rein, Junge. Zieh's dir rein. Hier haben wir noch eine Orange.
Kannst du hier auch reinziehen für den Weg? Was haben wir denn? Panisch. Ja, warum kann ich den Rest nicht lesen? Hallo, ich will den Rest gerne lesen. Uns geht's tatsächlich schlecht. Das ist kacke. Das heißt, wir sind tatsächlich krank. Ah, was können wir dagegen machen? Antibiotika haben wir nicht hier. Whisky trinken? Wenn ich jetzt hier sterbe, kriegen Ausraster. Wäre eine Katastrophe. Warte, ich geh mal gerade. Kann ich hier einen Laken anbringen oder so? Ich weiß ja nicht. Nee, kann ich anscheinend nicht. Ich gehe mal gerade kurz hier rein. In meine kleine Scheune. Und Moment. Tür bitte schließen. Hallo, Tür schließen. Hallo. Okay, dann eben nicht. Fenster brauchst du auch nicht gleich öffnen. Ja, mach doch, was du willst. Bist du bekloppt bei. So, die ziehst jetzt bitte da rein. Genau. Damit du hier eben noch schnell einen Laken hinmachen kannst. Mach das Laken dran. Schnell, bevor du wieder gebissen wirst. So, Vorhang zuziehen. Sehr schön. Stiftet Verwirrung. Jetzt gehen wir erstmal wieder in unser Häuschen rein. Der mit Sonderkacke ist nicht zu spaßen. Ich soll jetzt auch, glaube ich, nicht rausgehen und dann irgendwie anfangen, Zombies zu kloppen, während ich hier gerade drinne bin und anfange, krank zu werden. Oh, scheiße. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht krank, weil wegen Gedönse. Wenn ich jetzt wirklich wegen Gedönse krank werde, weiß ich, was passieren wird. Und zwar werden wir enden wie Bonnie Rockroller. Und Bonnie Rockroller ist nicht gerade glimpflich gestorben. Sie ist einfach umgefallen, als sie zum Zombie werden sollte, was sie nicht wurde. Denn sie ist einfach gestorben. Das war's. Sie ist einfach nur umgefallen. So, wo ist denn hier meine süße, zuckersüße Säge? Können wir gerade mal... Säge Baumstamm. Achso, machst du die Holzbretter draus? Ja, mach das mal. Deswegen habe ich hier ins Inventar genommen. So, drei Bretter kriegen wir aus einem Haufen. Das ist gut. Kannst du ruhig bei mehreren machen, ne? Ist kein Problem. Wir sind ja hier gerade krank und deswegen machen wir Holzfällerarbeiten. Anscheinend. Oh, ich hoffe, wir werden nicht infiziert. Etwas unwohl. Schalte einen Gang runter. Ja, mach ich. Mach ich. Keine Sorge. Ich bin ganz vorsichtig. Ab jetzt. Versprochen. Ganz vorsichtig bin ich. Warum sprinten die da auch rum wie so ein Spackenkopf? Warum wackelt das? Nicht wackeln. Oh, mir ist übel. Stärke und Heilungsprozess reduziert. Ja, auf jeden Fall sind wir krank. Wie krank wird sich allerdings noch herausstellen. Ich habe keine Ahnung, was ich dagegen tun könnte. Dass wir geblutet haben. Das war, glaube ich, ganz genau das, was nicht hätte passieren dürfen. Wir sollten auf jeden Fall uns jetzt nicht überlasten, so wie wir das gerade sind. Achso, wir können auch weniger tragen. Ja gut, dann packst du gerade einfach mal fast alles damit rein. Nimmst dir einfach mal 1, 2, 3 damit raus. Was packst du noch weg? Das Brot packst du schnell in den Kühlschrank. Ich sollte mich jetzt hier auch echt nicht überlasten. Ganz vorsichtig gehen wir das jetzt an. Packt das ganze Essen, was wir gefunden haben, jetzt schön hier in den Kühlschrank mit rein. Damit wir uns jetzt hier schön in Ruhe, ohne dass wir von irgendwas gestört werden, erstmal ganz in Ruhe erholen können. So, die Rahmnudeln packst du ja auch noch mit rein. Die Wasserflasche natürlich auch. Vielleicht ordentlich was trinken, vielleicht hilft das. So, hier haben wir noch so ein paar Samen. Moment, die packen wir einfach mal hier mit rein, kein Problem. So, schön da mit rein. Machen wir einfach noch so eine kleine Waffenkiste oder sowas. Wo haben wir denn irgendwas, was leer ist? Können wir vielleicht... Achso, hier vielleicht unten am Schrank. Das wäre das Einfachste, weil es hier so einzeln ist. Oder wir machen das hier drinnen. Moment. Hier drin ist doch gut. Einer von den beiden Schränken. Nehmen wir einfach mal gerade den hier. Nehmen wir das ins Inventar und schmeißen das irgendwo hin. Schmeißen wir das Küchenmesser hier rein. Die ganzen Gabeln packen wir da mit rein. Das Buttermesser. Und die Bratpfanne natürlich. So, erstmal schön die kleine Betty Cock hier entlasten. Ich will echt nicht, dass die jetzt stirbt. Das wäre so, Bosch, wir haben so ein geiles Haus gefunden. Stell dir mal vor, wir müssten hier einfach zurückkehren, nachdem wir hier gestorben sind. Was wäre das denn? So, hier zu Bandagen zerreißen. Kann die schaden, kann sich ja 10.000 Mal verbandagieren. Ach, okay, schön, du hast das zerrissen, was du anhattest. Ja gut, dann ziehst du eben das an. Geht ja auch, kein Problem. So, eine Zahnbürste haben wir noch und Schuhe haben wir noch. Die Schuhe packe ich jetzt einfach mal da mit rein. Was soll da schon passieren? Ach, guck mal, da haben wir auch Munition. Ja, dann nehme ich die doch gerade mal und packe die noch mit in den anderen Schrank mit rein. Whisky haben wir noch. Ich sollte jetzt tatsächlich am besten, glaube ich, einfach nur stehen bleiben.
und einfach nur gar nichts machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht wirklich das Beste wäre. Leerer Becher, Zahnbürste, muss unbedingt noch in den kleinen Medizinschrank hier rein oder eher in den... Ach, wir haben gar keinen Schrank dafür. Ist ja schade. Ist auf jeden Fall... Ah, eine tote Ratte! Weg damit. So, schön rein damit. Reinigungsmittel. Gut, die Vitamine packen wir einfach mal hier rein. Denn ich meine, das ist so ein Dingenschrank. Krieg ich Schaden? Ah, nee, ich krieg keinen Schaden. Ich habe einfach nur keine Gesundheitsregeneration mehr, außer ich schlafe. Was schlecht ist. Okay, es hat sich noch nicht verschlechtert, unser Status im Moment. Ich hoffe nicht, dass der sich jetzt einfach mal so ändert in infiziert oder zombifiziert, wie auch immer. Wäre beides schon sehr scheiße. Ich könnte ja mal in der Wiki googeln, was hier so abgeht, wenn man denn tatsächlich krank ist, was man da so machen sollte. Ich hoffe mal nicht zu viel. Warum willst du die Whiskyflasche nicht ablegen? Willst du die unbedingt saufen? Das war eine super coole Idee und so. Oha. Jetzt wird's schlimm. Jetzt schlägt uns das Wetter auch noch auf die Fresse. Jetzt nimmst du diese Sachen gerade eben und sortierst sie noch schön mit ein. Das wird genau enden wie beim letzten Mal. Ich sterbe hier beim Sortieren. Wie kann man beim Sortieren sterben? Gott, hör auf hier rumzubollern. Das hilft mir nicht. Das hilft auch der lieben Betty Cock nicht. Betty Cock, ey. Manche lachen sich hier bestimmt richtig bescheuert, wenn ich deshalb Betty Cock sage. Wer gibt ja auch so einen bescheuerten Namen? Das kam aber vom Spiel, nicht von mir. So, schön weiter sortieren, wenn ich eigentlich im Bett liegen sollte und mich ausruhen sollte. So, die ganzen Buttermesser hier wieder mit rein. Das sind die ganzen Einmal-Zuwaffen. Okay, sehr kleiner Schaden. Hat sich verändert. Wir kriegen tatsächlich Schaden drauf. Heilungsprozess reduziert. Vielleicht liegt es an den Kopfschmerzen, die wir haben. Ich weiß es nicht. Golfschläger, packst du einfach mit rein. Löffel packst du auch mit rein. Boah, ich bin gerade voll dabei. Eigentlich habe ich eher Schiss. Nicht, dass ich voll dabei wäre oder sonst irgendwas. Oh Gott. Ich hätte die Folge eigentlich jetzt beendet, aber ich weiß nicht, was passieren wird. Ich will nicht, dass wir sterben. Ich glaube, ich werde die Folge so lange laufen lassen, bis wir tatsächlich irgendein neues Update von unserer Krankheit haben. Weil das... Alter, da kriegst du die Krise bei. Ich meine, was sollen wir dagegen machen? Wir wurden gebissert. Und das auf eine richtig dumme Art. Was kann ich machen? Vielleicht ein bisschen was Qualm gegen die Kopfschmerzen. Ich rauche zwar eigentlich nicht, aber das nenne ich doch mal eine Notsituation. Stress minus 2500. Okay. Davon wirst du zwar unglücklich, lieber unglücklich als tot. Okay, dann haben wir die Kopfschmerzen und den Stress schon mal weg. Das ist gut, denke ich mal. Was ist denn das da drunten? Warum willst du mir das nicht anzeigen? Das solltet ihr vielleicht mal patchen. Die haben hier echt in die... Okay, nicht in die Eier. Das ist... Ja, in den Happy Place. Da, wo ein kleines Löchlein ist. Ich weiß nicht, wovon ich gerade rede. Absolut nicht. Das wird auch kein anderer wissen. Kein anderer wissen. Ah, guck mal. Jetzt sind wir wieder beim sehr kleinen Schaden. Oder hat sich das gerade verändert? Sehr geringer Schaden. Vielleicht ist das jetzt gerade tatsächlich besser geworden. Wir haben nur durch die Kopfschmerzen leicht Leben verloren. Kann man sich hinsetzen? Nee, man kann nur schlafen. Ich will trotzdem nicht den Tag- und Nachtrhythmus hier kaputt machen. Aber vielleicht hilft es was. Ich will hier nichts riskieren. Bandagen haben wir hier. Gut, ein paar kannst du mal wieder ablegen. Denn so viele brauchst du nicht. Rennen wir einfach mal mit, sagen wir mal, 3 Stück rum, oder? Falls uns wieder in die Eier beißen. In den Happy Place, ja? Wir haben keine Eier. Ich nur mal so sagen. So, den kleinen Becher nehme ich gerade mal und fülle den nochmal mit Wasser auf. Fülle leeren Becher. Gehen wir nochmal hier mit ran und legen den gefüllten Becher gerade mal damit rein. Obwohl, kann man ja auch so ein bisschen besser hier sortieren, wenn wir die Bandagen hier gerade mal rausnehmen und dann hier einfach nur schön die Bausachen mit drinne lassen in dem Teil. Und ganz links haben wir dann noch so ein paar andere Sachen. Zum Beispiel die hier. Können wir jetzt hier noch so ein paar nehmen. Nimm eine, das machst du 5-mal. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Packen wir das hier mit rein. Hier haben wir noch Müsli. Das sollte ich vielleicht mal woanders mit hin tun. Die Vitamine kommen hinten in den Dingenschrank. Whisky vielleicht auch noch. Dann machen wir so eine Art Medizinschrank oder sowas. Whisky desinfiziert, ne? Also nichts anderes. Aber, und killt vielleicht ein bisschen den Schmerz. Was ist das denn jetzt? Achso, ich bin gelangweilt. Okay, ich habe ein Magazin draußen in der Mülltonne gefunden. Das wird auf jeden Fall meine Laune ein wenig heben, ne? Im Müll rumzugrasen. Wie so ein Vollspacken.
So, warte. Müsli. Rein damit. Whisky kannst du vielleicht auch einfach hier mit rein tun. Was soll's. Pack rein. So, sehr gut. Und die Vitamine packst du jetzt schön hier hinten in unser kleines Badezimmerschränkchen, was wir dafür verwenden. Wo haben wir's? Da haben wir's. So, immer rein damit. Wir haben wirklich nichts zu lesen hier in dem Haus. Oder irgendwo hatten wir Bücher, das weiß ich. Hatten wir hier ein Buch? Hallo, Bücher. Da war noch eine Bratpfanne. Die nehme ich ja direkt mal mit. Die Weste und so was können wir nachher wieder wegtun. Also da hinten mit rein. Vielleicht sollte ich erstmal wirklich mich nach einem Buch umschauen. Ich weiß nicht, wie das hier mit ihrem Status gerade aussieht. Hier kamen andere Sachen rein. Da war ein Kopfkissen. Sehr schön. Ein frisches Kopfkissen ist immer gut, ne? Bratpfannen, wie bekloppt haben wir schon mal. 3 Stück. Das war das Beste in der Zombie-Apokalypse. Okay, ganz kurz rausgehen, im Müll wühlen und dann wieder reinkommen. Zombie-Kämpfe nach Möglichkeit vermeiden. Denn ich glaube nicht, dass wir gerade so scharf darauf sind, uns mit weiteren Spacken hier rumzuprügeln. So, da haben wir ein Newspaper drin. Das wird uns da auf jeden Fall helfen. Was haben wir denn hier nochmal? Ich schaue gerade nochmal durch. Aber vorher, warte. Wir lesen das erstmal. So, lesen. Ganz in Ruhe. Hilft das? Ja, das hat tatsächlich geholfen. Siehst du mal. Oh, jetzt sind wir krank. Stand das da vorher auch? Nee, da stand nicht krank. Also wir sind tatsächlich krank. Das ist NPK-Dünger. Ja, das ist ja geil. Ich glaube, ich muss tatsächlich in die Stadt mit reinrennen. Oh. Warte mal, Schraubenzieher. Hilft der auch? Was ist das denn jetzt? Ich weiß nicht, was das heißen soll. Tja, das hilft mir nicht. Irgendeiner müsste mir mal sagen, was das da unten jetzt gerade heißt. Hatten wir hier noch irgendwas? Da war die Gießkanne drin. Da war gar nichts drin. Da war das drin. Was war in dem letzten? Ah, genau, die Türklinke. Alles klar. Ich verwirr mich hier gerade selber. Und ich krieg Schiss. Ich glaube, ich beende die Folge doch mal an der Stelle und lese mal ganz schnell in der Wiki nach, was es denn heißt, wenn man krank ist. Wahrscheinlich kann man auch einfach mal so krank werden, wenn man zu lange draußen rumrennt. Aber in dem Fall, dass ich gebissen worden bin, scheint das nicht so gut zu sein. Was ich auch vorher noch probieren werde. Wir werden jetzt einfach mal pennen. Okay, vorher soll ich vielleicht vorher noch eine qualmen? Ich weiß nicht. Ich gehe einfach erstmal pennen. Vielleicht hilft das ja auch gegen die Kopfschmerzen und was weiß ich. Okay, die Kopfschmerzen wackeln. Ne? Dass die wackeln, gefällt mir nicht. Oh, okay, wir sind infiziert. Wie kann man das verändern? Ich weiß es nicht, wir verlieren Leben. Oh, ich muss in der Wiki nachschauen. Ah!